nicht in meinen Kopf hinein, dass du mit einer V8 Business Audi Limousine Zwischengas geben musst. Trotzdem, so geil das Ganze hier auch aussieht, ist hier der 4,2 Liter Motor nicht ganz frei von Schwachstellen. Ab einer gewissen Laufleistung sammelt sich kurz vor dem Einlassventil einfach so eine Ablagerung an. Und dann noch eine Sache, ist jetzt keine Schwachstelle, aber ein Kostenpunkt, der irgendwann einfach auf dich zukommen wird. Oh nein, Seepfusch, Freunde. Es ist dezent, tief. Du merkst, dass da einfach Power da ist, aber ohne jetzt hier so, hier, guck mal, ich bin der RS4. Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gebrauchtwagen-Check hier auf Wardoch. Und heute mit einem Auto, was man ja schon fast als angehenden Klassiker bezeichnen kann. Und ganz ehrlich, für uns, für unsere Community, extrem spannend aus zwei Gründen. Einmal, das generelle Konzept von dem Auto ist mega krass und dazu auch noch der Preis. Weil diese Autos haben damals gut und gerne über 80.000 Euro gekostet und mittlerweile kriegst du die Dinger für 20.000 bis 25.000 Euro in einem relativ guten Zustand. Aber gut, die Füchse unter euch haben es schon gesehen an dem kurzen Intro. Ich will es trotzdem aber ganz kurz spannend machen, weil es ist echt geniales Konzept. Erstmal, wir haben die vier Ringe am Start. Dazu eine Limo. Und das Ganze wird angetrieben von einem 4,2 Liter V8 Saugmotor. Und jetzt denkst du, ja klar, Audi Automatik ist immer am Start. Nee. Den gab es nur als Handschalter. Und die Rede ist ganz klar von einem Audi RS4 B7 Limousine. Den gab es übrigens auch als Avant und als Cabrio. Wir gucken uns speziell die Limo an, weil ich die einfach super sexy finde. Aber Freunde, was hat das eigentlich auf sich mit diesem Mythos Hochdrehzahlmotor aus Ingolstadt? Und vor allem, kann man sich so ein Auto mit hoher Laufleistung, der zum Beispiel hat schon 175.000 Kilometer gerannt, überhaupt kaufen, oder? Sollte man die Finger davon lassen. Also Freunde, viel Spaß beim Video. So, bevor wir jetzt tiefer in die RS4-Welt eintauchen, hätte ich gesagt, machen wir in guter alter Fahrdoch-Manier erstmal so einen generellen Rundgang, um zu gucken, ob der Wagen irgendwas hat. Weil da ist es auch echt, ganz ehrlich, guckt genau hin, Freunde, weil das ist ein Dampfhammer und dem gibst du halt dann schon gerne. Und hat drei Vorbesitzer, ist aus 2006, also der hat auch schon ein bisschen was gesehen. Also ganz genau hinguckt. Wir sehen uns in 3,5 Sekunden wieder. Ich habe tatsächlich was gefunden, Freunde. Alarm! Das könnte schlimm werden, muss es aber nicht. Ich will aber das Ganze jetzt nicht negativ starten. Deshalb machen wir jetzt mal Sabba-Sabba-mäßig die Highlights hier vom RS4 B7. Fetter Audi Single-Frame-Grill mit Wabenstruktur. Sportlich aggressive Schürzen vorne wie hinten. Matt-Alu-Spiegelkappen. Schicke Audi Quattro 7 Speichen 19 Zöller mit der ganz dicken RS-Bremsanlage. RS4-Logo hier an der Türverkleidung. Fett ausgestellte Kotflügel. Guckt euch mal an, das geht nochmal gefühlt 10 cm raus. Das sieht so geil aus und gibt dem Wagen so einen richtig fetten Stance. Oh yeah. Und am Heck ganz klar die beiden fetten ovalen Endrohre, typisch RS. Trotzdem, was mir hier aufgefallen ist, wir haben jetzt hier nicht mehr die originale Abgasanlage drauf, sondern eine Supersprint Duplex Abgasanlage. An sich, so dezentes Tuning finde ich in Ordnung und die war auch gar nicht so billig. Die kostet im Netz 2.500 Euro. Das kann man schon mal machen. Trotzdem, was mir gar nicht gefällt, da steht ganz groß Supersprint drauf. Sieht so ein bisschen billig aus. So, da lieber original. Freunde, schick schön steht er da auf jeden Fall. Ne? Also dem Alter entsprechend gut. Genereller Lackzustand ist in Ordnung. Man sieht es, die Vorbesitzer haben gut drauf aufgepasst. Und auch zum Beispiel die Frontscheibe sieht extrem sauber aus. Aber wenn wir mal hier zur Frontpartie gehen, komme zu einem Punkt, wo es mir sofort die Haare aufstellt. Ich als guter alter Frontschadenexperte, ne? Schaut mal her. Der Wagen hat 175.000 Kilometer gelaufen und hat so gut wie gar keine Steinschläge. Haben die drei Vorbesitzer 5 Kilometer Abstand gehalten zum Vordermann? Ich glaube es nicht, denn ich gehe mal davon aus, dass die Motorhaube, Kotflügel links, Kotflügel rechts
und auch noch hier die ganze Stoßstange einmal nachgeduscht wurden. Muss jetzt nichts heißen, werden wir gleich sehen, wenn wir die Motorhaube aufmachen. Ja, er kann Frontschaden gehabt haben. Ich gehe aber davon aus, dass es eher ein leichter Parkrempler war als ein großer Bums. Ist aber gut gemacht worden. Ne? So Spaltmaße sind in Ordnung, abgesehen der Übergang von der Haube hier zur Stoßstange. Aber generell gut nachlackiert worden, das halt nicht. Und vor allem siehst du es auch hier, der Scheinwerfer, der sieht aus wie 16 Jahre, der hier nicht. Finde ich so ein bisschen komisch, weil an sich diese Xenon-Scheinwerfer, die sind nicht super billig, aber auch nicht wirklich teuer. Du kriegst gebrauchte auf eBay Kleinanzeigen für knapp 200 Euro. Wenn du einen guten haben willst, bist du 400 Euro los. Schade, dass die Vorbesitzer oder einer der Vorbesitzer das nicht gemacht hat. Naja, das werden wir gleich alles sehen, wenn wir die Motorhaube aufmachen. Vielleicht finden wir da noch mal was. Ich hoffe es nicht. Aber seien wir mal ehrlich, ne? Optik von dem RS4 ist schon bombastisch. Also ich oute mich jetzt einfach mal als RS4 B7 Fan, vor allem als Limousine. Guck mal hier das Heck und dann auch das kleine Entenbürzel am Kofferraumdeckel. Das finde ich einfach nur sexy. Aber schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Welchen würdet ihr nehmen? Den Avant, Cabrio oder auch hier die Limo? Oh, guck mal hier, der Anblick ist echt der Hammer. Na, habt ihr Bock auf 8 Fäuste für ein Halleluja in Form des 4,2 Liter V8 FSI Saugmotor? Guckt euch das mal an, ein hammermäßiges Aggregat. Und er passt hier zu dieser Sturm- und Drangzeit der deutschen Hersteller Audi und BMW. Bei BMW der E92 M3. Und zwar haben die beiden V8 Hochdrehzahl-Konzeptmotoren auf den Markt gebracht. Überlegt mal, das Teil hier dreht bis 8250 Umdrehungen und das Ganze gepaart nur mit einem Handschaltgetriebe. Völlig geisteskrank, ich bin echt gespannt auf die Probefahrt gleich. Trotzdem, so geil das Ganze hier auch aussieht, schaut mal hier ein bisschen Carbon, hier vorne ein bisschen Carbon, da sind auch die Ventildecke schön in Rot gehalten, ist hier der 4,2 Liter Motor nicht ganz frei von Schwachstellen. Und die gucken wir uns jetzt an. Das größte Problem hier beim 4,2er Motor ist tatsächlich, also zusätzlich zu dem, dass er nie die volle Leistung von 420 PS erbracht hat, also Werksangabe, ist total krass. Das war irgendwie so ein ongoing Theme zu der Zeit, weil der E92 M3 ja auch nie die Leistung gebracht hat. Hier war es so, da haben Leute nachträglich gemessen, da bist du bei 360 und wenn es gut geht oder gut ging, bei 380 PS rausgekommen. Ne? Klar ist nicht direkt bei Audi gemessen, aber die Motoren haben immer nach unten gestreut. Und dann kommt es noch knüppeldick, weil es kann gut sein, dass du noch weniger Leistung und noch weniger Drehmoment hast. Und da kann ich euch sagen, das passiert bei dem Motor ab einer gewissen Zeit, es kann sogar ab 30.000 Kilometer schon losgehen und ich gehe mal schwer davon aus, dass es hier bei dem Motor einfach der Fall ist, falls es nicht schon behoben wurde. Aber wir haben ja hier einen FSI-Motor mit Direkteinspritzung und hier hast du Fluch und Segen zugleich. Der FSI-Motor ist generell so ein bisschen sparsamer und so ein bisschen effizienter. Auf der anderen Seite hast du im Vergleich zum Saugrohreinspritzer, der ja die Einlassventile immer schön gereinigt hat, hast du hier im Grunde genommen nicht. Und dann, ab einer gewissen Laufleistung, sammelt sich kurz vor dem Einlassventil einfach so eine Verkorkung oder so eine Ablagerung an. Aber hier muss man definitiv nochmal 800 bis 1000 Euro on top rechnen, wenn man merkt, dass er einfach nicht mehr gut läuft, weil das muss manuell gereinigt werden. Aber das ist somit das größte Problem bei dem Gerät hier. Zusätzlich auch noch ist er eher einer der öligen Kollegen. Vor allem seht ihr es hier, mit dem gewissen Alter halten die Dichtungen nicht mehr, die Gummidichtungen. Hier zum Beispiel am Ventildeckel oder auch die Ölwannendichtung. Und ein sehr typisches Problem ist hier das Steuerventil von deiner Nockenwellenverstellung. Da ist ein O-Ring drunter, der macht einfach mit der gewissen Zeit die Grätsche. Ist aber kein Problem, weil ihr seht, es ist einfach eine Torx-Schraube. Öffnen, neuen rein, kostet nicht allzu viel Geld. Hier kann es sein, dass er rausölt. Das geht dann einmal unter dem Ansaugtrakt entlang. Und dann sieht man zum Beispiel auch hier, dann kommt da unten ein Ticken Öl raus. Das muss auf jeden Fall mit einberechnet werden, dass man hier die Gummidichtungen austauscht. Es klingt jetzt so, als würde ich euch den Motor komplett abraten. Nee, kauf den bloß nicht, der ist ja ständig kaputt. Nee, so ist es nicht. Also in guter alter Fahrdoch-Manier, wenn der Wagen gut gewinnt,
gewartet wurde und schön geserviced wurde, hält der auch richtig lange. Also ich habe schon Leute gesehen, die mit dem Motor 300 bis 350.000 Kilometer gefahren sind. Also so geht es dann auch. Trotzdem auch hier, das werden wir gleich mal sehen, ich möchte einen Kaltstart machen, gelegentlich kommt es zu Kettenrasseln. Gut, kein Klackern. Soundcheck. Oh, geil. Tiefes. Aber es ist nicht so Prollo-mäßig, weißt du? Das passt zu diesem. Es ist dezent, tief. Du merkst, dass da einfach Power da ist, aber ohne jetzt hier so: hier, guck mal, ich bin der RS4. Oh nein. Oh nein. Ich habe gehofft, dass es nicht so schlimm ist, aber ich sehe Pfusch, Freunde. Mann, ist genau das, was ich gesagt habe. Hier, die Frontschürze wurde einmal runtergenommen, da blättert der Lack schon ab. Auch hier, die Schrauben wurden einmal geöffnet und die Motorhaube war auch einmal unten. Mann, wie schade, ich meine, wie ich ja gesagt habe, die kosten ja nicht so viele. Nein, hier einmal schön hingeklebt, das ist richtig, das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde. Mann, ich gehe mal davon aus, dass der so einen kleinen Parkkrempler gehabt hat, also nichts Grobes. Weil sonst würde es hier ganz anders aussehen. Ich gehe mal davon aus, dass er einfach Kotflügel, Frontschürze und Motorhaube einfach mal runtergemacht hat, um den nochmal neu zu lackieren. Und wenn wir schon bei dem Thema Schwachstellen sind, müssen wir auch über das adaptive DRC-Fahrwerk reden, das Dynamic Ride Control Fahrwerk. An sich super cool, aber das macht mit einer gewissen Laufleistung, auch mit einer gewissen Fahrweise einfach die Grätsche. Vor allem wirkt sich das auf alle vier Dämpfer aus, wenn einer kaputt gehen sollte. Weil wir haben hier ein geschlossenes Hydrauliksystem, was das Ganze mit 15 Bar Öldruck auf alle vier Dämpfer verteilt. Sprich, wenn ein Dämpfer mal kaputt gehen sollte, verschleißen die anderen drei auch deutlich schneller. Und das erkennst du auch daran, wenn der Wagen so einen leichten Hängearsch bekommt. Und was dann viele machen, wie zum Beispiel der hier, baut man einfach ein Aftermarket-Fahrwerk ein. Ist jetzt aber kein Grund für mich, um zu sagen, boah, nee, den Wagen nehme ich nicht. Weil wenn hier ein ordentliches Fahrwerk verbaut wurde, ist das auf Dauer eigentlich die bessere Lösung. Und dann noch eine Sache, ist jetzt keine Schwachstelle, aber ein Kostenpunkt, der irgendwann einfach auf dich zukommen wird. Es ist ein RS-Modell und jetzt hier beim RS4 einmal ringsrum, weil es ja die fette Bremse ist. Ihr seht es, die ist schwimmend gelagert, also nochmal mehr auf Performance ausgelegt. Aber Klötze sowie Scheiben einmal ringsrum, je nachdem wo du es kaufst, zwischen 1400 und 2000 Euro. Und wenn du es dann noch bei Audi machen lässt, ne, dann bist du gut und gerne 2500 Euro los. Hier ist es so, bei dem Fahrzeug, die ist kurz vor knapp. Das müssen wir jetzt im Kopf notieren, ne? Weil diese 2.000 bis 2.500 Euro, die kommen beim Kauf noch on top. Also gut, Freunde, Zeit für die Probefahrt. Und wir fangen gleich mal an mit einem ganz kurzen Check von der Kupplung, weil wir ja nur ein Handschaltgetriebe haben. Und es ist keine Krankheit, aber wenn man nicht Auto fahren kann mit 420 PS, mit einem Motor, den man bis 8000 Umdrehungen drehen kann, ist es gut und gerne, dass man sich halt hier mit der Kupplung ein bisschen verhaspelt. Aber Achtung, ich schaue mal ganz kurz rein. Gut, Kupplung ist sofort da. Wunderbar. Was abgefahren ist, was hat hier eigentlich der Vorbesitzer gemacht? Das Auto sieht aus wie neu. Also nicht ganz wie neu, aber picobello, da ist nichts abgelutscht, nichts abgeranzt. Das sieht alles echt verdammt gut aus. Wir dürfen nicht vergessen, das Auto ist aus 2006 und er ist jetzt nicht extrem gut ausgestattet, aber er ist auch nicht hier eine tote Maus. Wir haben hier das große MMI, was auch 2800 Euro gekostet hat. Dann die Schalensitze, gut, die gab es serienmäßig, aber die sehen echt fein aus, ne? Mit dem RS4-Logo. Auch da 170.000 Kilometer. Die sehen echt gut aus. Schiebedach, das spricht tatsächlich für die Qualität von Audi, weil, Junge, Junge, das kann man stehen lassen. So, wir haben alle Temperaturen erreicht. Ich habe ja auch noch so ein geiles S-Knöpflein im Armaturenbrett. Was krass ist, das ist der einzige Knopf, der abgelutscht ist, ne? Ist das ein gutes Zeichen oder ist das kein gutes Zeichen? Aber, so, ich gehe jetzt mal ein paar Gänge runter. Und dann drehen wir mal hoch. Achtung, seid ihr ready und feuerfrei? Und da sind die 100. Ey, klar,
die aktuellen RS4-Fahrer, die sagen, ey, das Auto ist so langsam, was willst du hier mit der Luftpumpe? Ich mit meinem Biturbo mach dich komplett platt. Klar, aber dieses Gefühl von dem Auto, dieses Masselige, das Lineare vom V8-Sauger, das ist schon echt ein Highlight. Also puristischer Autofahren in der Business-Limousine kannst du eigentlich nicht, ne? Achtung, sollen wir es nochmal machen? Und dann auch noch mit dem Handschaltgetriebe. Wo sind wir denn? Ist das geil? So. Ansprechverhalten ist göttlich. Und dann drehst du einfach im zweiten Gang von 40 bis 100. Schleicht dich Downsizing. Wahnsinn. Und wer jetzt sagt, der ist so langsam. Nee, ist er nicht. Also die Limo geht in 4,8 Sekunden von 0 auf 100. Damit brauchst du sich, obwohl sie 16 Jahre alt ist, nicht vor einem aktuellen Golf R verstecken. Da noch Topspeed 250, was willst du mehr? Jetzt hast du dieses ganze Emotionale hinter dir gelassen, ne? Den V8 schön hochdrehen lassen und dann gehst du ein paar Gänge hoch und er fährt sich ganz normal wie ein A4. Also das ist so auf Dauer auch super angenehm. Der ist nicht so penetrant einfach. Ich könnte mir gut vorstellen, das ist eine richtig schöne Langstrecken-Power-Limousine. Ich könnte mir vorstellen, mit dem Auto ist einfach, keine Ahnung, 400 Kilometer abspulen, überhaupt kein Stress, super angenehm mit drin. Und der hat noch nicht mal die Doppelverglasung. Was ich schön finde, so generell, ist nichts ausgelutscht. Das Fahrwerk ist schön stabil, da ist nichts komisch, kein Radlager, nichts ausgenudelt. Das Aftermarket-Fahrwerk macht einen guten Job. Ich habe erst gedacht, oh, das könnte jetzt so ein Ding sein, was wieder total krass ist und hart und bockig und bei jeder Bodenwelle scheppert sie die Wirbelsäule in den Schädel rein. Nee, nee, so ist es nicht. Es ist ein guter Kompromiss aus Alltagskomfort und so eine gewisse Sportlichkeit. In Sachen Fahrdynamik liegt der Audi typisch schön auf der Straße. Total anders als aktuelle Audis ist das Lenkverhalten schwergängiger. Trotzdem, wenn du mal so ein bisschen eskalierst, du hast einfach den V8-Motor so weit vor der Vorderachse, dass du ab einem gewissen Punkt in Untersteuern endest. Aber wenn du, also da kommst du eigentlich nie hin, weil es ist kein reiner Sportwagen. Es ist eine Power-Business-Limousine, die flott durch Kurven durchschient. Und sobald es geradeaus geht, zwei, drei Gänge runtergehen, hier, zack, und dann. Also, wenn das jetzt kein Like verdient hat, ne, dann fahrt bitte eure Downsizing-Autos, weil, ey, da geht mir das Herz auf. So als puristischer Autofahrer ist das einfach göttlich. Was für ein Sahnemotor. Na gut, Freunde, dann hätte ich gesagt, dann wird es Zeit, das ganze Video abzurunden. Und ich sage es mal so, mir hat der RS4 B7 als Limo extrem gut gefallen. Ah, nicht schon wieder ein Auto, was mir so gut gefällt. Aber Freunde, Mythos RS4 mit dem 4.2er Saugmotor, check, hat er bestanden, ist voll da. Super charakteristisch das Ganze. Klar, der Wagen lebt im Grunde genommen nur von dem Motor, aber dieses gesamte Package ist schon genial. Und auf der anderen Seite die Frage, kann man sich so ein Auto mit 175.000 Kilometer überhaupt kaufen oder sollte man die Finger davon lassen? Ich sage ja, zum einen, weil es echt ein angehender Klassiker ist und zum anderen, wenn diese ganzen Sachen beachtet werden, die ich ja angesprochen habe, wenn das sich in Grenzen hält, kann man so ein Auto durchaus kaufen. Wichtig ist auch ganz klar, wie der Wagen durchgewartet wurde, wie er generell so dasteht und vor allem nicht allzu viele Vorbesitzer hat. Naja, und wenn man die ganzen Sachen dann beachtet hat, dann kann man mit dem Auto, mit ein bisschen Pflege, mit guter Behandlung auch mal 300 bis 400.000 Kilometer damit fahren. Das je. Und somit hätte ich gesagt, sind wir am Ende von diesem Video, Freunde. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Was haltet ihr vom RS4 B7 als Limo? Würdet ihr den Avant Limo oder doch das Cabrio nehmen? Da bin ich mal echt gespannt. Ich bleibe hier bei der Limo, das ist total ikonisch. Und würdet ihr das Auto mit der Laufleistung kaufen? Damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen, Freunde. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Video. Tschüss.